Ja, willkommen und schön, dass ihr vorbeischaut. Im heutigen Video geht es darum, um Blade Cars, also um Klingenschutz für unsere Schnitzmesser. Inspiriert wurde ich durch die Woodcarving Illustrated, die Winterausgabe. Da waren nämlich die Sieger von einer Blade Cover Challenge drin und ich fand die Ideen so pfiffig und so schön eigentlich. Ja, und nicht jedes Messer wird so wie hier dieses Dunkelknife, ja, mit einem schönen Lederschutz geliefert. Jetzt kriege ich es nicht rein. Meistens ist es ja so, dass wir unsere Messer einfach ohne einen Klingenschutz bekommen. Fand ich das immer ein bisschen doof, weil wenn dir das Ding runterfällt, kann was abplatzen. Es kann irgendwo Wetter stoßen, ja, und die Spitze wird stumpf. Also eigentlich bringen so Klingenschutz oder Blade Covers eigentlich ziemlich viele Vorteile. Ich zeige euch gerade mal. Das habe ich mal ausgedruckt aus meiner digitalen Ausgabe. Hier seht ihr die Gewinner. Ja, also ganz pfiffige Ideen. Ein Männchen, wo ein Popes hochsteckt, wo das Messer reinkommt, ein Cowboy-Stiefel, ein Landstreicher, der gerade schläft und ein Pinsel. Also es sind wirklich ganz tolle Ideen. Wie gesagt, das hat mich sehr inspiriert. Und deswegen machen wir das heute auch mal. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen im Forum von der Woodcarving Illustrated rumgesurft und da war dann auch eine Anleitung, wie man das Ganze macht. Ich fand das aber persönlich ein bisschen zu umständlich und aufwendig und habe mir eine neue Idee ausgedacht, die auch funktioniert, die schneller geht, wo ihr mehr Freude dran habt und wo auch der Erfolg größer ist oder die Erfolgschance, dass das Ganze funktioniert. Deswegen gehen wir jetzt in die Nahaufnahme und dann zeige ich euch, was ich mir ausgedacht habe. Ja, also beschrieben war es im Woodcarving Magazine, dass man, also jetzt habe ich ein Beispiel gemacht, dass man einfach versucht, die Klinge in das Holz zu übertragen, ja, und dann das ganz fein rausnimmt. Ich gucke mal, ob ich das euch so zeigen kann. Ja, also hier seht ihr das, habe ich das rausgenommen, das Ganze, ja, da passt jetzt die Klinge von diesem Messer rein, ja, und dann klebt man das Ganze zusammen mit Leim. Ja, könnt ihr also eine Klemmzwinge hier nehmen. Die haben nämlich hier in der Mitte so ein Kreuz, ja, und dann könnt ihr das genau auf die Ecke hier legen und könnt es zusammenpressen und leimen. Das wäre die eine Möglichkeit, sich einen Klingenschoner selbst zu bauen. Das habe ich auch hier schon gemacht. Jetzt einen Maui-Kopf, ja, den habe ich aber beidseitig gemacht, ja, das sieht ein bisschen Daniel Craig ähnlich, finde ich. Ich zeige euch mal näher, so ein bisschen vom Seitenprofil, ja, hat mein Junior gesagt, Papa, der sieht ja aus vom Gesicht her wie der James Bond, ja, und hier seht ihr es, das ist also auch zusammengeleimt, die Form von der Klinge habe ich rausgenommen und jetzt kann man den da so draufstecken und die Klinge ist geschont und also da fliegt auch nichts weg, ja, das ist wirklich Press. Das ist also eine Möglichkeit. Wie gesagt, bei dem Messer habe ich das gemacht, hier beim Flexcut auch, hier auch wieder die Klingenform rausgenommen, zusammengeleimt, dann habe ich halt einen Fliegenpilz gemacht, ein bisschen angemalt, genauso wie den Maui-Kopf. Da gibt es auch einen einfacheren Weg. Ja, den gibt's. Und zwar müsst ihr dann einfach ein Loch bohren mit, wie habe ich es schon gemacht, ja, ihr müsst einfach nur die Klinge ausmessen mit der Schieblehre, ja, also 8 mm waren das, ihr messt das aus, mit einer Plastikschieblehre am besten, damit ihr hier eure Schneide nicht beschädigt, ja, und dann habe ich herausgefunden, 8 mm sind optimal, habe hier ein 8 mm Loch gebohrt. Und ja, jetzt kann man das hier wunderbar reinmachen und dann ist es perfekt geschützt, die Klinge. Ihr könnt es so machen, wie ihr das wollt, wie es in eurem Regal drin ist. Das hält also auch. Einfach ein Loch bohren, das geht schneller. Ja, ist einfacher, ist nicht zeitaufwendig wie das hier. Und ja, der schnellste Weg, um einen Klingenschoner zu bauen, ist einfach ein Loch zu machen. Wir machen jetzt ein, nicht für das Messer und auch nicht für dieses hier, das ist ein KCT.
Ich habe noch einen KCT-Messer. Das hier. Ja. Dann habe ich hier ein Stück Holz. Das ist 15 mm. Ja, auf 15 mm. Auf 6 cm. Ob man das ganz brauchen, weiß ich nicht. Habe hier die Ecken verbunden jeweils. Die Klinge hat 6 mm Durchmesser, habe mir einen 6 mm Bohrer genommen, ja, habe angerissen, seht schon, wie tief die Klinge reingehen muss, habe es mit Grätband markiert, falls ihr keinen tiefen Anschlag habt, das geht auch schneller so, als wenn ihr jetzt mit dem tiefen Anschlag rummacht. Ein bisschen tiefer ist es, ihr seht es, damit hier vorne die Spitze nicht beschädigt wird. Das habe ich schon gemacht, habe es gebohrt, hier seht ihr die Diagonale. Wunderbar, passt auch super rein. Ich habe mir gedacht, wir machen einen haarigen Wichtel. Ja, also das hier ist ein groß und wir verkleinern den ganzen jetzt. Ich habe auch schon ein paar Markierungen angebracht. Die erste ist von oben ungefähr 2,2 mm. Ja, dann ein bisschen versetzt hinter 3,2 mm. Hier auch 3,2 mm. Diese Linien verbinde ich. Miteinander. Das wird die Mütze. Dann werden wir ungefähr hier so die Nase machen, vermute ich mal. Und der Rest ergibt sich dann aus dem Schnitzen raus. Dann nehme ich mein Messer. Handschuhe natürlich, weil das sind jetzt kleinere Sachen, die wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht schneiden. Ich mache jetzt nicht so einen geraden Schnitt, sondern ich gehe mit meiner Linie so ein bisschen schräg. Auch hier gehe ich schräg und arbeite das raus. Jetzt nehme ich mein gebogenes Eisen, meinen kleinen Beitel da und setze den ungefähr, naja, ja, so guten Zentimeter an. Ich messe es gleich für euch aus. Einen Moment. Setze ihn jetzt einfach mal. So sieht das Ganze dann aus. Ungefähr von da oben, von der Spitze herunter, ja, wie ich gesagt habe, einen Zentimeter. Also das ist kein Ding. Jetzt tue ich das nochmal gerade zur Seite. Jetzt schnitze ich das gerade so ein bisschen bei, damit die Nase rauskommt. Ich habe hier den großen Wichtel. Ihr seht das. Das schnitze ich jetzt ein bisschen bei und du auch gleich hinter in die Augen gehen.
Jetzt kümmern wir uns um den Mund und der geht eigentlich auch ganz einfach. Dann nehmen wir wieder unser Hohleisen, oder unser Hohleisen. Und dann versuchen wir hier die so reinschneiden, dass man hier so ein bisschen so ein leichtes Lächeln bekommt. Ja, und dann ziehen wir einfach hier mit dem Messer einfach nach hinten durch, einen kleinen Bogen machen wir da und schon haben wir unser Lächeln und unseren Wichtel schon ein Gesicht gegeben. Das arbeite ich jetzt raus. Gesicht und Nase haben wir jetzt und die Augenaushöhlung auch. Jetzt kümmere ich mich noch um den Hut und dann ist unser Wichtel eigentlich schon fertig, um das Messer, um die Klinge zu schützen. Dann fangen wir mal an. Das geht jetzt ganz schnell. Immer ganz knapp, ihr seht es hier von vorne, in so einem Bogen nach oben und eine kleine Spitze gemacht als Hutspitze. Also das geht jetzt ratzfatz. So, jetzt versuche ich noch mit meinem V-Eisen
die Barthaare nachzumachen. Das ist wirklich eine ganz Mini-Figur. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut hinkriege. Schauen wir mal. Das war's jetzt. Jetzt sieht man auch die Haare ein bisschen. Unser Wichtel, oh, hinten hängt noch was. Unser Wichtel ist jetzt fertig. So, jetzt gucken wir gerade mal. Et voilà. Sieht wunderbar aus. Jedes gute Schnitzvideo ist auch noch vorbei. So wie das hier jetzt. Ja, das war's, meine Freunde. Ich habe ihn noch mal für euch koloriert, den Wichtel. So sieht er jetzt aus. Ja, man sieht schön die Bartstruktur, den Mund. Und da fällt nichts runter. Hier sind noch die anderen Freunde von ihm. Ja. Also wenn das nicht ein schönes Bild ist im Schnitzregal und ein bisschen Farbe und Freude reinbringt, dann weiß ich auch nicht. Und wenn man unterwegs ist, ist es wirklich ein guter Klingenschutz. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich, habe ich es jetzt fest im Griff, über ein Like freuen. Ihr dürft natürlich auch unten was in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich versuche immer zu antworten. Und ja, ihr dürft auch den Kanal gerne abonnieren. Ihr dürft auch von meinem Kanal euren Freunden erzählen. Und jetzt kommt das, was ich am liebsten sage, das wisst ihr auch. Am meisten freue ich mich darüber, wenn ihr hier wieder bei mir vorbeischaut. Und deswegen sage ich Servus und freue mich auf euren nächsten Besuch.